Kapitel 6. Alles zurückgelassen. Happy Birthday, Squally. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast schön gefeiert bisher. Oh, es ist so hübsch. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Oh, sie schaffen Ach, das Lukas schon. Kann alles. Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja. Oh, wir finden bestimmt gleich hier eine Blume. Oh mein Gott, das ist schön. Oh, danke für die Erinnerung. Dankeschön, Dominik, fürs Subgift und so, Gorli. Dankeschön. Vielen Dank. Gar kein Problem, Dominik. Irgendwer muss mich ja dran erinnern. Als ob ich daran denke, die Alerts auszumachen. Ist das deine Insel? Ja. Die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde. In Vaudans Labor. Sie ist also echt? Ich mach das. Sei bitte vorsichtig. Ja. Hat sich nämlich schon entzündet, hä? Fertig. So schnell? Ha. Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja. Die Musik ist ein bisschen Life is Strange. Wo ist die Blume? Hier hinten. Komm, hier ist eine Blume. Ich riech das doch. Ich riech die Blume schon. Oh, hier ist die Blume. Hugo, wir finden sie. Welcher Weg ist der falsche? Gehen wir zurück? Nein. Wir dürfen nicht wieder auf die Söldner treffen. Doch, da ist eine Blume, ich weiß es. Oh, ich darf nicht, okay. Warte, war das ein Messer am Boden oder war das ein Ast? Ist hier Knie rund? Nee. Wo ist eine Blume? Hier muss es eine Blume geben. Das ist das erste Mal, dass wir mit Hugo eine Blume finden. Wie kommen wir auf eine Insel? Mit dem Boot, wenn wir wissen, wo es ist. Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein. Keine Sorge. Und glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein, sie sind nicht in Gefahr. Aber sie haben keine Waffen. Sie fliehen oder tauchen unter, Hugo. Das war ein Schmetterling, okay. Blume. Okay, hier ist eine Wiese voller Blumen. Also wenn ich da keine Blume pflücken kann, bin ich aber sauer. Okay, geht's nicht ran. Flower Power, ja. Oh, sieh nur die Blumen. Ja. Ja. Na komm, du magst Blumen. Boah. Können wir noch mal darüber reden, wie hübsch dieses Spiel ist? Oh, ich will Witcher 3 wieder spielen. Foto, aber wie? Also, wie stellt ihr euch das Foto vor? Wartet irgendwie einfach so. Ja, warte. Siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du. Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist.
Bin ich nicht. Da stand Huhn. Selber. Dann beweis es. 3, 2, 1. Hey. Du bist selber ein Angsthase. Da steht Huhn. Hoffentlich blutet es nicht wieder. Ich gewinne. Ich bin aber auch nur geduldig, weil die Atmosphäre so gut ist. Weißt du? Also, ich bin ganz ehrlich. Gameplay ist so. Doch, irgendwie schon. Hast du dir wehgetan? Amicia macht mir Angst. Wahrscheinlich ist am Ende einfach Hugo gar nicht existent. Wir haben gar keinen kleinen Bruder. Dir geht's gut. Okay, gut. Ich hatte auch nur ganz kurz so ein bisschen Angst. Also gar keinen Stress. Wie die echt denken, ich renne mit meinem Bruder um die Wette. Mit Hugo. Also bitte. Oh, sieh mal. Was denn? Jetzt zeig. Das ist eine schöne Feder. Sie ist so weich. Sammeln wir jetzt Federn und keine Blumen mehr? Sie muss von dem Nest dort oben gefallen sein, siehst du? Oh, ja. Wir suchen nach weiteren Nestern. Da finden wir bestimmt mehr Federn. Wir sammeln jetzt Federn statt Blumen. Bis dahin. Hätte ich das mal gewusst. Mach ich aus dir einen Vogel. Ein Rittervogel. Ah, apropos. Ich habe bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden. Wir haben eine Sache verpasst. Also eine Blume wahrscheinlich. Ja, was denn, Fisselchen? Der Herr ist der Wächter des Waldes. Sein lauter Ruf warnt alle Tiere in der Umgebung, wenn sich Raubtiere nähern. Der Legende nach wurde er einst fälschlicherweise von den anderen Vögeln beschuldigt, woraufhin jeder von ihnen dazu verurteilt wurde, ihm eine Feder zu schenken. Vielleicht gilt er deshalb mit seinem farbenfrohen, hellen Gefieder, das selbst die dunkelsten Orte erhellt, als Symbol des Lichts. Wenn du eine seiner Federn findest, wird sie dir die Kraft geben, dich zu heilen und niemals aufzugeben. Können wir Willst die du sie? Mitnehmen? Ich glaube, ich mag lieber Federn. Oh, na gut. Das war ein tolles Rennen. Ja, war's. Oh, danke schön, Fisselchen. Du hast noch Schmerzen. Nein. Was am meisten schmerzt, ist, dass ich ein Angsthase bin. Aber ein lieber Angsthase. Da das steht aber Huhn! Nett. Nächstes Mal lasse ich dich gewinnen. Oh nein. Nächstes Mal bist du dran. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, Philipp, an dir. Ja, die Untertitel sind wirklich, also, ausgewürfelt. Also, wer auch immer da mitgeschrieben hat, muss echt hackedicht gewesen sein. Also richtig hackedicht. Ich habe was im Kühlschrank stehen. Ein Biramisu. Habt ihr schon mal von einem Biramisu gehört? Also Bier und Tiramisu, Biramisu. Oh, 5 Stücke. Wie viel brauche ich noch? Wie viel brauche ich noch? Wie viel brauche ich noch? Das sollte die Sache erleichtern. Fertig! Ich brauche keine Werkzeuge mehr. Haha! Ich weiß es, also es steht im Kühlschrank, weil meine Mutter hat das gemacht, weil da Leute kamen. Also Freunde von ihnen kamen. Und hat sie mir eins mitgemacht. Ich glaube, ich gönne mir das während der PK. Klingt geil. Da ist irgendwie Lebkuchen drin. Bier. Frösche, schau. Da drüben. Entschuldigung. Hallo, Fröschis. Na los, springt, springt. Sie haben starke Beine. Die hätte ich auch gerne. Nein. Sei doch nicht so anti. Wenn er sie gerne hätte, dann sag ihm doch, ja, da musst du halt Never Skip Black Day und so. Wer auch immer die Untertitel gemacht hat, muss hackedicht gewesen sein. Thema hackedicht, ich hab gebacken. Nee, Thema hackedicht, Biramisu, weil da Bier drin ist. Ein Schluck. Also es war eher so hackedicht, oh, Alkohol. Also apropos Alkohol. Oh, hörst du das?
Was ist das? Gesang. Die singen. Klingt nach einer Messe. Oh, nee. Gibt es hier eine Kirche? Eine mal sehen. Chat, wir sind noch nie. Kein neues Mauspad für 39,99 kommt. Warum denn nicht? Jetzt sei doch nicht so. Finger weg, Klepi. Was ist das? Ein Markt. Nein, hier gibt es keine Stadt. Aber der Gesang kommt von dort. Vielleicht kennen Sie die Insel. Ja. Wir fragen Sie. Ich weiß nicht, ob ich da hin will, Chat. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Oh, das ist schon wieder die Final Fantasy-Oma. Wir haben uns wohl verlaufen. Warum singen die Leute? Oh, weil Messe ist. Wir sind auf Pilgerfahrt. Also beten wir für eine erfolgreiche Reise. Oh, ihr seid auf dem Weg nach Rom. Ganz genau. Und ihr? Wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel. Wir wissen nicht viel darüber. Unser Anführer Perö kennt die Umgebung gut. Er hilft euch sicher. Du findest ihn in der Nähe der Ruinen. Er liest die Messe, ruht ein wenig im Schatten. Ihr seht mitgenommen aus. Ja. Ich glaube, die wollen uns danke. Essen. Danke. Danke. Gern geschehen. 10 Rollen oder so. Ja, bisher auf jeden Fall schon. Werden wahrscheinlich noch 3000. Dankeschön, Fässerchen, für die 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Der Alert kommt später. Dankeschön, Fässerchen. Vielen, vielen Dank für die 10 Euro. Danke. Dankeschön. Das war für den Tipp mit dem Tiramisu, oder? Warum gehen Sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist. Ein besonderes Jahr. Lass uns diesen Perö suchen. Perö. Perö. Gönnelchen loben. Anführer Püree. Auch nicht schwer? Schlecht? Nicht schon wieder Gänse. Achtung, Kinder! Nicht so schnell! Also Gottes Anbeter und Kinder und Gänse. Okay. Ey, guck mal, Chat, da sind ganz viele Angsthasen. Möge das Wetter so bleiben. Haut ab jetzt! Ich bin älter, geht aus dem Weg! So wie die Hühner das machen. Riecht nach Eintopf. Gutes Näschen. Ich hab Hunger. Wie überraschend. Sieht aus wie Schlamm. Komm. Hör auf, die Hühner zu rupfen. Und die rupfen die ganze Zeit Hühner. Meine armen Füße. Bin zu viel gelaufen. Squally, bist du es? Ey, yo, ey, yo. Was machen die da? Ich glaube, das sind Rapper. Die Zweitopf, das war auch Zweitopf. Fußeintopf, das kann es auch sein. Ich meine, wenn wir den Papst in Rom sehen? Vielleicht, wenn wir Glück haben. Dort werden abertausende Menschen sein. Kann ich euch ins Zelt? Die Älteren behaupten sich gut. Nein. Ja, sie sind unerschütterlich. Hallo. 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 Ey, die haben da einen Türsteher. Wo geht's hier lang? Oh, das ist eine Schaukel. Oh, da, eine Schaukel. Oh, die zu Hause war immer kaputt. Setz dich, ich schubs dich an. Wirklich? Willst du nicht lieber? Nein, ich schubse dich an. Du bist müde. Was ist mit Hugo passiert? Hä, das war voll lieb. Danke, Hugo. Also los. Bei der neuen Werbeeinblendung im Stream kann man verletz nicht so dich nicht. Schon gut. Schließ deine Augen ja, und stell dir da kann ich ja dann auch die 8 Minuten pro Stunde Werbung schalten, ne? Hallo, Kone.
Das Camp wird brennen. Bekomme ich im nächsten Zuhause eine Schaukel? Ja, natürlich, Hugo. Am besten eine zwischen zwei Bäumen. Oh, ja. Apfelbäume. Hey, ich bin genug geflogen, glaube ich. Gehen wir zurück? Ja. Hey, warum ist der so lieb? Danke, vielmals. Das war erholsam. Ich will meine eigene haben. Erst die Insel, dann ein Zuhause. Er war jetzt nett, damit er eine von mir gekauft bekommt, richtig? Hugo, ich hab dich durchschaut. Du kannst gar nicht nett sein. Ich würde mir wünschen, dass man im Dorf irgendwas drücken muss, damit man rennt. Ich will jetzt hier so rum zu joggen. Komisch. Hallo. Hey, Janine. Hast du vielleicht ein wenig Salz übrig? Du hast schon wieder keins. Hey, durch die letzte Gruppe sind wir noch mehr. Mehr Teller bedeutet größere Töpfe. Ey, Oma, ist überall. Lass mich kurz kehren, dann gebe ich dir ein wenig. Sei aber bloß nicht zu großzügig damit, sonst trinken sie nur noch mehr. Du hast recht. Wie kann man denn so eine absolut prägnante Stimme für Allerwelts Charaktere nehmen? Also jetzt war das ist halt so eine übertrieben einprägsame Stimme. Die erkennst du sofort. Wieso ist sie jede zweite Stimme? Hallo. Die könnte die Oma spielen. Also statt der Mutter die Oma oder so. Hugo so an der Hand flatternd, ja. Ah. Mods loben. Mods, habt ihr das verdient? Oh Gott. Da ist unsere Messe. Ist das unsere? Da hinten Perö? Sind wir Gott? Psst. Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Amen. Ha? Amen. Amen heißt nicht danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Ja, ja. Die Messe ist vorbei, Leute. Geht! Das ist eine Sekte, ich sag's euch. Hallo. Oh, hallo und willkommen. Boah, ihr seid neu hier. Ja, und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht, aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Oh oh. Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Sagst du das auch, wenn du weißt, dass ich irgendwie 500 Männer getötet habe? Aber nicht aus dem Klingelbeutel trinken. Aber das hat gut geschmeckt. Wir müssen euch aus dem Lager schaffen. Folgt mir und bleibt unauffällig. Yes, was ist hier los? Aus dem Weg! Zelte räumen! Sie suchen nach jemandem. Kooperiert! Und niemand wird verletzt. Bitte, tut uns nicht weh. Wir haben nichts getan. Wir sind fromme. Irgendwelche neuen Pilger? Eindringlinge? Hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Ich versuche. Die beten da immer noch alle. Langsam, da sind noch mehr. Zwei. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey! Vorsichtig! Oma! Zurück!
hatte auf dem Gruppenfoto heute einen Blick, als wollte ich alles um mich herum mit Stutt und Asche liegen, obwohl ich eigentlich lächeln kann. Ich kümmere mich um sie. Lächeln ist manchmal auch einfach, also... Komm, Amicia, ich weiß nicht. Entschuldigung. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Hallo. Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Aufpassen und Augen offen halten. Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Gib uns sein Zeichen. Ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Weg? Der Weg ist frei. Kommt. Ruhig. Gehen wir. Immer schön durch den Schlamm rum. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Krieg ich ein Pferd? Hab unendlich Dank. Danke. Seid vorsichtig. Und was mit der Insel? Du wolltest mir eine Karte vom Mittelmeer geben. Und ich hätte gern ein Pferd. Bitte? Ich will! Komm, wir müssen hier weg. Ich hoffe, die Soldaten tun ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Sie sollen alle Adlers machen tun. Einige Leute das war Plague Tale 1. Mädchen im Lager erblickt. Sucht sie! Oh nein! Schnell! Halt! Sie sind hier! Lauf, Hugo, geradeaus! Zu mir! Hab ich dich! Hier! Ja, ich geh... Nochmal! Zähne raus! Los jetzt! Oh nein! Hugo! Ja! Rückgrat gebrochen. Amicia! Sterb, wir müssen weg. Ja, ja. Mir ist schwindelig. Deine Hand! Du blutest wieder. Gott. Hinterher! Das Amicia! Das ist gefährlich. Tötet sie sofort! Wir müssen weg. Ja. Wir müssen weiter. Wo sind wir? In einem Steinbruch. Da sollen wir rein. Es ist so dunkel. Stirbt immer, das ist der einzige Weg. Stirbt immer, wer er stirbt. Gehen wir rein. Wir dürfen nicht im Freien bleiben. Da ist eine goldene Kiste. Da ist eine goldene Kiste. Gib mir wo die. Wo sind sie? Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Nein. Ja, ich hab mich verloren. Hast du mir nicht erzählt? Ich hab dich gefunden, Amicia. Da bist du. Bleiben wir bei der Sache. Hallo? Kümmer dich drum, Hugo. Mach mal, willst du der goldenen Kiste? Ich öffne jetzt die Tür. Geh einen Schritt zurück. Danke, Dominik, fürs Abgift an heilige Senfkatze. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also ich soll wirklich zurück? Okay. Ist offen. Gut gemacht. Sind das die Soldaten aus der Stadt? Ja. Aber sie waren nett. Sie wirkten nett, sind sie aber nicht. Glaub mir. Oh, wir haben Pyrit gefunden. Was haben wir denn hier? Wow, ein Werkzeug. Oh, ich kann es verwerten. 11 Stücke habe ich da. Wow. Okay, kann ich noch was aufwerten jetzt? Nee. Okay, ich brauche mehr Stücke. Zusätzlichen Topf. Also das hätte ich gern. Was mit der Armbrust? Ein weicheres Metall gewählt. Deutlich schneller nachladen. Das finde ich auch gut. Scheiß auf Loot. Ich brauche... Also ich habe eh nie volle Taschen gefühlt. Also ich habe vielleicht 2 Sachen mal liegen lassen oder so. Ich brauche nicht mehr Kapazität. Ich brauche mehr Damage. Und schneller nachladen heißt schneller Damage machen. Heißt mehr Damage. Oder? Mehr Peng-Peng. Amicia, mehr Peng-Peng. Dein Kopf. Ich weiß. Ja, ja, dem geht's gut. Aber wir müssen weiter. Mach dir keine Sorgen. Mhm. Mhm. Oh, ich hab alles. Mehr Boom. Auch mehr Boom. Warte, Amicia. Da ist jemand. Wo? Ich höre nichts. Woher weißt du das? Ich spüre es. Es sind wohl die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren.
Willst du das wirklich tun? Ja, keine Sorge. Gut, sei vorsichtig. Ja, ich sehe sie. Sie sind hier. Soldaten. Moment, wie? Die Ratten. Sie spüren das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Ein Echo. Und wo sind sie? Na, sie kommen. Wenn du willst, mach ich's nochmal. Schon gut. Gehen wir vorsichtig. Augen offen halten! Ich streng mich an, mehr zu spüren. Wenn du willst, mach ich's nochmal. Was? Wir können nicht zurück! Wo sind die Arbeiter? Hey. Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an! Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Oh, das Loot! Sir, könnten Sie bitte abhauen nach rechts? Would be very kind of you. Nee, das ist falsch! Ja. Mal da runter. Kann ich es auch vom Liegen aus machen? Nee, gut. Das ist jetzt natürlich doof. Hä? Ja, war klar. Gefunden! Lass sie nicht entkommen! Eindringlinge, kommt mit! Einmal lass mich hauen und dann loot ich. Da! Da! Wo muss ich hin? Sie haben uns gesehen. Alles gar kein Problem. Eine Tür da oben, verdammt. Alles gar kein Problem, Chat. Da sind Armbrustbolzen. Sie dürfen nicht entkommen. Eigentlich ist es voll schlau, erst Sie kommen. Durchzurennen. Und sich alles anzugucken, wo irgendwelche Sachen sind. Und zu gucken, wo man was machen kann. Eigentlich ist das voll schlau. Sie waren gerade noch hier. Gefunden! Lass sie nicht entkommen! Was jetzt, Amicia? Wir können nicht weit sein. Jetzt müsste das aber gehen, oder? Amicia, du Wolf. Oh, mir geht's gut. Die Ratten-Öko. Sind sie eine Bedrohung? Kommen sie! Nein, noch sind sie tief und konzentriert. Herein! Das Mädchen. Sie hat erfahrene Soldaten getötet. Wer ist sie? Eine Söldnerin des Waldes. Ich bin Lara Croft. Wir kämpfen keine Frauen und Kinder. Hier sind sie. Ich sehe mehr von ihnen. Du machst das gut. Wieso leuchtet der so? Der hat Blubbels um sich. Ich habe einen Bolzen leider nur. Da ist noch ein Bolzen oder ein Messer. Es ist egal, es tötet beides mal Leute mit Helmen auch. Sie sind hier lang, ganz sicher. Nein, nein, nein! Scheiße, er ist tot. Shit! Ich dachte, ich muss ziehen. Ich finde deinen Mörder, versprochen. Shit, jetzt ist es blöd. Jetzt fehlt mir eine Sache. Jetzt fehlt mir halt wirklich eine Sache. Warte mal. Okay, easy. Ich bin einfach unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Ich bräuchte halt irgendwie einen Waffenbolzen.
Der hat auch einen Helm auf. Ich dachte, der hätte keinen Helm auf. Der hat keinen Helm auf, oder? Okay, ich weiß, wie ich da durchkomme. Raus. Wir müssen raus. Vielleicht sollten wir zurück. Nein, vorwärts. Ich muss jetzt sofort da rein. Dann kann der eine mich nämlich nicht sehen. Und von hier aus müsste ich ihn... Hat der jetzt einen Helm? Der hat wirklich einen Helm auf. Warum hat... Der sieht aus wie diese anderen, die Bogentypen. Nee, das ist auch irgendwas. Das sind Stücke. Wie kriege ich den Kackhuhn tot? Also einen kann ich noch, weil ich habe noch ein Messer. Da sind Stücke. Ich will die Stücke haben. Oh. Der hat auch eine Armbrust. Ich könnte ihn ablenken, indem ich ihn mit Feuer bewerfe. Ich versuch's mal. Ihr Schafsköpfe! Warum hat der mich denn jetzt gesehen? Wer bist du denn? Ihr da! Machen wir sie kalt! Wir haben eine gute Idee. Komm mit! Hier sind Unruhestifter! Das war jetzt meine eine gute Idee. Ihr seid erledigt! Ja, ja! Sie kommen! Klar! Aber warte doch mal ganz kurz. Warte mal. Das habe ich alles schon. Wir müssen mal ganz kurz. Er sitzt da unten in der Falle. Eine Runde laufen. Fliehen ist zwecklos. Wir wurden entdeckt. Es hilft doch was, siehst du doch. Okay, es musste sein. Wir haben jetzt wenigstens Ruhe, okay? Das könnte ich einmal machen. Sehr schön. Dann können wir mal gucken. Okay, das haben wir schon. Okay, jetzt häuft sich doch, dass ich Sachen schon habe. Das ist jetzt natürlich blöd. Aber ich finde halt die Armbrust so viel wichtiger. Also falls ich mal Bolzen hätte und sie nicht sofort verschießen würde, sobald ich einen finde. Eine Falltür. Ja, das ist unser Fluchtweg. Oh, nicht jetzt. Amicia. Oh, lass mich atmen. Wir sollten warten, Amicia. Nein, dann finden sie uns. Wir müssen das Gebäude erreichen. Ist das eine Kirche? Weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Och, die kommen doch jetzt... Och, nee. Guck mal, ich sehe doch schon die Kisten, die man anschlägt, damit das da Geräusche macht und so. Ich sehe das doch schon. R1, R1, ja. Amicia hat, glaube ich, nie das Spiel gespielt.
Uns wurde berichtet, dass sie hier sind. Sucht die Gegend ab. Fangt diese Hexe. Sie geben nicht auf. Ich bin keine Hexe. Sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Nein. Mehr als ich sollte. Ein, zwei vielleicht. Das war eine Frage, ne? Boah, wir kriegen bald. Er holt sich schneller von Treffern, das ist gut. Also dieses Tier vergrößert und zieht bei Oberbällen. Aber kann ich dann, konnte ich damit jemanden bewerfen und ihn dann anzünden? Ging das oder ging das nicht? Ich probiere es mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit und schmeiß die blöden Sorgen über Bord. Scheinbar nicht. Ja. Also er hat Spaß. Wir haben ungebetene Gäste. Fangt jemand, greift mich an. Hilfe! Niemand interessiert sein. Okay, es hat niemand interessiert. Okay. Hallo! Da, Eindringlinge! Ja, warte mal kurz. Ich will gucken, wo ich hier lang muss. Hier sind Eindringlinge. Das ist mir alles zu viel, um zu sneaken. Sorry. Schnell! Schnappt euch die Eindringlinge! Okay, die haben mich immer an. Mir nach! Oh, hier ist Thea! Wir haben Gesellschaft! Wir haben Gesellschaft! Du bist mir zu nah, hau ab. Ah, Sie sind dahinter, ganz sicher! Eindringlinge, kommt mit! Muss ich denn lang? Amicia! Oh. Nein! Das ist unfair, wenn die so viel Bögen und Armbrüste haben. Sind wir ganz ehrlich, das ist fies. Also linksrum wäre blöd. Rechtsrum sind auf jeden Fall weniger, aber linksrum gibt's Gras. Ist das eine Kirche? Rechtsrum gibt's halt. Weiß nicht. Aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Wie wär's, wenn wir anfangen zu laufen, bevor die alle kommen? Ich renn los. Uns wurde berichtet, dass ihr hier seid. Sucht die Gegend ab. Fangt diese Hexe. Gar kein Stress. Geben nicht auf. Oh, das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Wir haben uns komplett das erste Land vom Abschaum befreien. Das Mädchen hat deine Brüder getötet. Das ist ein Armbrustbolzen. Sie wird an Ort und Stelle hingerichtet. Und wo ist unser Graf? Sein Land wird von der Pest heimgesucht. Er erteilt hier die Befehle. Zeig etwas Respekt. Oh, wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Komisch. Was zur? Seltsam. Und jetzt let's go! Sei vorsichtig. Du bist müde. Verdammt! Ich bin nicht. Nein, warte mal, hier ist blöd. Eindringlinge, halten wir sie auf! Nein! Wieso treffen die immer? Ich renne. Okay, wir kommen da nicht ran. Okay, wir müssen diesen ganzen dummen Armbrustleuten töten. Die Nahkämpfer sind kein Problem. Okay. Der da oben ist blöd. Ich hab voll Aimbot, aber mega. Schlimmer als mein Aimbot. Wir könnten da außen rum. Ja, jetzt ist er wieder da. Ja, ich weiß. Was soll ich denn machen immer? Was jetzt, Amicia? Was soll ich denn dagegen tun? Da! Die sind ihr da! Bleibt stehen! Ich kann nicht alle töten! Ihr da! Machen wir sie! Da! Amicia! Amicia! Bis zur AK-Skin wäre geil. Ich probier mal was. Okay. Ich dachte mal, die hören mich, wenn ich nicht schleiche. Bis gleich, Dominik. Ich dachte mal, die, das geht nicht. Was zur
Hölle war das? Hey, alle Mann hierher! Ja! Ah! Den interessiert es nicht. Der ist ganz entspannt, was das angeht. Na dann, also. Dann soll der sich mit sowas auch nicht beschäftigen müssen. Hugo, du bist langsam. Entschuldigung, ich loote gerade. Können Sie mich jetzt bitte nicht sehen? Ich loote gerade. Wir schaffen es. Ja, kommt und du erholst dich. Komme ich von da hoch? Ich weiß es nicht. Nicht seine Abteilung, ich glaube auch. Der interessiert sich nur für die Axtmänner. Aber da ist ein Armbrustbolzen. Okay, so sind wir eigentlich von beiden Seiten, von vor ihm geschützt. Ich hätte halt echt gern diesen Armbrustbolzen, weil das ist so ein bisschen wie das Messer, so ein Safety-Ding. Ich komme da hinten nicht durch. Okay, das ist ja richtig scheiße jetzt. Meine Gier, sie wird uns umbringen. Meine Gier hat uns nicht umgebracht. Ich gebe mein Bestes. Also jetzt kommt er wieder hier. Das ist blöd. Da warte ich jetzt erstmal. Den da hinten mag ich nicht, der ist ein Bolzentyp. Ich mag die Axttypen lieber. Also, mein Typ ist mehr so der Axtmann. Wir sind fast da, Amicia. Ja. Ich will den nicht anpacken. Der interessiert mich nicht. Also, ich habe hier alles in der Ecke, was ich brauche. Deswegen interessiert er mich nicht. Den kann ich locker umlaufen. Ich spare mir solche Pfützen dann lieber für, wenn ich wirklich verfolgt werde oder so. Und ich aber so kurz davor bin, das zu schaffen, dass ich auch wirklich dann was tun soll. Der sieht mich da hinten nicht. Wenn der mich da hinten sieht, dann heul ich. Boah, da oben ist bestimmt voll der krasse Loot, oder? Oh Gott, was ist jetzt hier los? Hallo? Okay, da ist einer. Sagen wir mal so, da ist nicht nur einer. Wie groß und nützlich. Ich meine, den könnte ich eigentlich bolzen. Also wenn der mich sieht, ich schalte schon mal notfalls um. Weil der ist schwierig für mich gerade. Der hat zwar nur eine Axt, aber dem kann ich nicht so gut aus dem Weg gehen. Bei DMX kaufen. Die Ratten. Ich spüre sie. Unter mir. Später. Okay, der da hinten hat eine. Ah, das ist blöd. Der hat einen Armbus. Ich mag den nicht. Okay, schnell. Aber der sieht nicht mal die Leiche, dann kann der mich doch auch nicht sehen, oder? Mit Bolzen umholzen. Yeah. Ich hätte ja schon gern den Loot. Geht's dir noch gut? Auf dem Berg. Ja. Ich hätte ihn ja doch schon ganz gern, ne? Okay, wir müssen ihn einfach nur töten da hinten.
Also einfach nur halt, ne? Das ist die kackgoldene Kiste! Sag mir, wenn es zu schlimm wird. Ich halte mir durch. Ist alles zu schlimm. Bis wir in Sicherheit sind. Psch, leise. Mit mehr Köcherkapazität kann Amicia zusätzliche Bolzen tragen. Durch eine Verstärkung der Bolzen kann Amicia sie aus gegnerischen Leichen zurückgewinnen. Chemistische Munition ist in der Lage, ihre Gegner mit einem Topf voll Ignifa zu töten. Oh mein Gott, das brauche ich. Okay, wir müssen zurück. Komm, komm, komm. Wir machen das später. Sie haben so viel Blut an ihren Händen. Hä, du auch. Drecksack. Bald. Weil die Armbrust hilft mir gerade eh nichts. Ich habe nur einen Bolzen, deswegen hilft mir das Nachladen zu skillen gerade eh nichts. Paywall überwinden. Ja. Ich warte jetzt nur kurz, bis der sich umdreht. Oh Gott. Oh Gott, und was jetzt mit dem da? Okay, der läuft zurück. Was ist mit dir da unten? Okay. Der Wechselskill hat sich definitiv gelohnt. Ja, nur haben die jetzt halt den Heartbreak von wegen... Den Heartbreak. Heartbreak. Du halt die Stücke brauchst. Das Gute ist, dass wir aus jedem Werkzeug jetzt 11 Stücke bekommen. Deswegen hat er sich gelohnt, ja. Aber die Stücke, die sind auch sehr rar gesät. Leider. Wir müssen da runter. Oh, da ist auch eine schöne Kiste. Da sind bestimmt auch Stücke drin. Eigentlich dürfte er mich gar nicht wirklich sehen. Diese Kiste ist schon hübsch. Gibt es wirklich Leute, die es schaffen, die Geduld zu haben, das wirklich auf Bewusstsein zu spielen? Brauchstücke können uns nicht erlauben, eine Lücke. Richtig! Will ich die Kiste haben? Was habe ich denn? Ich habe kein Messer. Also ich habe einen Bolzen, das war's. Wäre es wahrscheinlich so ein Kandidat, wirklich? Okay. Also Respekt dafür. Ich kann sowas überhaupt nicht. Shit! Der geht ja gar nicht weiter! In der Zeit schaffen wir das niemals nach da runter. Okay, ich gehe einfach weiter. Die Kiste, schön. Aber was haben wir gesagt? Für die goldenen Kisten wollen wir nicht mehr sterben. Und das ist noch nicht mal eine goldene Kiste, okay? Also, let's go. Wow! Let's go, wohin denn? Shit. Okay, ich habe mich verschätzt. Alles gut. Wir müssen dann da runter, wenn der vor, also wenn der nach hinten geht. Ich dachte, das ist für die Kiste, aber gut. Und dann sollten wir eigentlich, also selbst wenn wir dann entdeckt werden, da sind zwei, drei Soldaten. Davor hatten wir halt 10 am Arsch gefühlt. Und einen können wir ja noch ausschalten. Ihr schleicht hier. Ah! Warte. Nein. Vergiss es. Ja, vergiss es. Da war nix. Hä? Oh, ohnmächtig?
Sonnenstich. Also, guck doch, also die Sonne knallt so krass runter. Boah, puh. Und dann unter dem Helm, weißt du, also das hat ihm einfach nicht gut getan. Hey. Tod. Ich finde seinen Mörder. Jetzt läuft er wie. Ach, jetzt läuft er wieder so konfus. Warte, eigentlich müssten wir ganz kurz die Kiste haben können, die hier. Eigentlich. Das war ganz ohne Scheiß, ne? Ich meine, wenn der seinen Posten verlässt, kann ich ja nichts für. Oder? So. Jetzt müssen wir nur gucken, wie der agiert, weil der ist natürlich im Weg. Aber dazu muss man sagen, er ist nur ein Axtmensch. Das ist nicht so schlimm. Ich will alles haben. Zusätzlich alchemistische. Okay, was nichts ist das Beste? Verplemperte Zeit. Das ist die Munition, wodurch. Odorus. Was ist denn jetzt Odorus? Kenne ich noch nicht. Wir sehen Lukas auf jeden Fall wieder. Mehr Hüllen an ihrem Gürtel ermöglichen es, ein mieses zusätzliches Messer und mehr Pyrit zu tragen. Ich meine, die Töpfe sind halt in Verbindung mit dem zweiten hier voll gut, weil dann habe ich 3 Mordwaffen zusätzlich. Ich weiß es, ich lass mal. Ich habe euch gar nicht genannt. Hat er uns genannt? Ich habe nicht zugehört. Ich habe gerade, also... Okay, sollen wir einfach vorbeilaufen? Ich meine, er ist ja wieder da. Da ist ja niemand. Let's go. Ted, let's go. Let's go. Niemand kann uns was. Wir sind da, aber... Mir geht's nicht gut, Hugo. Also, oh, das war jetzt... Aus. Also, Chat, wollen wir noch eine Runde laufen? Jetzt habe ich aber bitte... das also geskillt, ja? Wir... Oh, nein. Uns geht's gut. Es tut so weh. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein, wir gehen weit weg. Ich beschütze dich. Wir gehen zusammen auf die Insel. Ja, wir müssen hier raus. Waddle, waddle. Das macht sie wirklich. Ich tue alles, was ich kann. Du schaffst das schon. Bald sind wir auf dem Meer. Guck mal, wie krass wir gelevelt haben bei Bewusstsein. Ja, bald. Wow. Oh, ich will da rein. Gibt's da Loot? Ich brauche noch mehr Stücke, dann kann es mir egal sein, was ich level. Hallo? Ah, es stinkt so sehr. Ratten. Lauter Tote. Ratten. Nein, nein, stirb nicht. Mir ist... Da ist Loot, jetzt reißt sich am Riemen. Nicht einschlafen. Bitte, wach auf. Bitte. Was? Nein, nein, sie kommen. Amicia, beweg dich. Amicia, wach auf. Ah, sie sind hier, Amicia. Du musst aufwachen. Was soll der ganze Krach? Mir nach. Oh nein, Soldaten. Nein, nein. Amicia, wach auf. Du Heilige, Ratten, sie sind auch hier. Nein, sie sehen uns. Was soll ich tun? Ah, Amicia! Muss ich jetzt Hugo spielen? Kannst die Horde bewegen. Boah, die Horde rennt, sag ich euch. Boah! Ah!
Kann ich immer Hugo spielen? Was ist passiert? Höre ich da Ratten? Keine Sorge, sie helfen uns. Was? Kann ich nochmal? Ratten! Hast du gesehen? Ratten! Ja! Was ist hier passiert? Joseph, da ist gar nicht. Also, ich weiß gar nicht, was du meinst. Unsere Männer auf! Vorsicht! Soldaten, ich kann nicht. Dann sollst du Mittagessen nicht erleben. Ich mach das. Wie? Ich zeig's dir. Ja. Rattenhorde kontrollieren. Halte gedrückt. Ich stelle eine Verbindung her. Ziel auf eine Rattenhorde und drücke R2. Let's go! Warte, was ist los? Happa-Happa-Time! Was ist los? Antworte mir! Bist du das? Essen! Tun dir nichts! Kann ich Amicia essen? Ihr wisst, ich muss es probieren. Okay, wir gehen außen rum. Ich muss es probieren. Ihr wisst, dass ich das probieren muss. Ey, ich kann keine normalen Wände hochlaufen. Okay. So, geschafft. Was war das? Die wollen nicht, dass ich das ausprobiere. Hast du wirklich? Ja. Kannst du aufstehen? Ja, da ist Luke. Ich muss aufstehen. Ich muss. Ruhig. Los. Gehen wir. Hast du sie wirklich beherrscht? Ja. Oh ja. Ja. Ich darf sie benutzen. Na gut. Gehen wir erstmal weiter. Nur eine Frage. Wenn er sie doch beherrscht, muss ich doch eigentlich keine Angst mehr haben. Kann ich die wegleiten? Kann ich die einfach alle weglenken? Ne, okay. Das ist jetzt blöd. Jetzt muss ich halt diesen blöden Topf werfen. Tut mir leid, ich mag euch voll gern, aber irgendwie... Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Wo gehe ich denn jetzt als nächstes hin? Ich meine, da drüben. Ist da drüben was Wichtiges? Eigentlich nicht, oder? Nö. War nur eine Irreführung. Na dann. Oh. Was ist denn hier passiert? Wieso ist denn der zweigeteilt? Also kein King-Shaming, aber okay. Mir ist kalt. Muss mich schneller bewegen. Ja. Nee, ich glaube, es macht keinen Sinn. Das hält dich warm. Das ist. Also, weiß ich nicht, ob das so hilft, wenn du gerade im Sterben liegst. Sei die Hälfte. Muss ich da lang? Ich glaube, ich muss da lang, oder? Warte mal, ich probiere mal. Nicht, dass ich jetzt was verpasse. Seine Beine vergessen mitzunehmen. Ich glaube auch. Ja! Ich finde, es hat sich rentiert. Meine Güte. Dieser Ort ist so groß. Wie sollen wir... Wir schaffen das. Stirb bitte nicht. Noch ich nicht. Okay, wenn du sagst, dann halt nicht. Lass die Toten.
wenn wir das Mädchen nicht kalt machen. Amicia, da verstecken sich Ratten in den Bergen. Soldat, vielleicht kannst du sie rauslocken. Wirklich? Ich kann von hier aus noch nicht. Ich darf Ratten spielen? Also, ich meine Soltrau P. Warte mal kurz. Ich glaube, du solltest gehen. Ich glaube, du bist mir im Weg. Na los, benutz sie. Ja, ich bring uns da durch. Oh. Oh. Seltsam, dass man so eine Stelle verpassen konnte. Ja. Finde ich tatsächlich auch. Also die mit dem Schein sind halt, also mehr Schein als sein, aber also das ist halt ein bisschen cheaten, wenn wir ganz ehrlich sind, aber... Ich meine, was soll ich machen? Du musst die Kontrolle übernehmen. Wenn die halt so sein wollen... Oh. Kann ich ihn trotzdem irgendwie... Nein, essen! Mami! Ich hab doch Hunger. Du da oben. Okay, das ist ne... ich muss ins Haus rein, Entschuldigung. Mein Fehler. Durch geschlossene Türen gehen. Ich geh mal. Geschafft. Ich hab's ihnen gezeigt. Ja. Aber sei vorsichtig. Ja. Mach. Nicht die gleichen Fehler wie ich. Den krieg ich das selber. Das ist alles. Wer was für Fehler? Wir können jetzt, also, wir haben ja so ein bisschen Platz gemacht hier, ne? Also, guck mal, da sind zwei mit Fackel. Kann ich den da schon treffen? Hallo? Jetzt. Die waren das, kein Zweifel. Wo sind jetzt meine Ratten hin? Macht er jetzt einfach wieder an, oder? Er kommt nicht ungeschoren davon! Ich brauche mehr Ratten. Ich bin ein bisschen traurig. Wo sind die Ratten hin? Hätte ich die wieder zurück... Ich hätte die wieder zurückbringen müssen. Oh mein Gott. Ich finde das ein kleines Problem. Vielleicht sogar ein kleines größeres Problem. Versteckt euch, Ruhe! Finde euch doch! Ich würde gerne den Loot da oben mitnehmen. Also hier sind... Also da hinten sind noch welche, ich weiß, aber also hier in der Ecke halt nicht mehr. Das ist gerade mein Problem. Wir rennen jetzt mal kurz. Okay, er macht die Fackel aber nicht wieder an, das ist gut. Das heißt, wir können jetzt nach und nach einfach die Fackeln beseitigen und dann einfach Happa-Happa-Time.
Erstmal looten. Das ist wichtig. Ihr miesen Halunken habt euch mit dem Falschen angelegt. Warte mal. Schwefel? Kann ich jetzt Schwefel? Ich kann jetzt Schwefel. Oh nein. Da ist ein Top. Da seid ihr ja. Sie sind hier. Sie dürfen nicht entkommen. Spürt sie auf. Oh nein. Okay, wartet. Krieg ich das hin? Es sind zu viele. Okay, nein, krieg ich nicht. Okay, wir rennen wieder zurück. Okay, der eine stirbt. Zu viele. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Wie zu viele? Danke, Dominik, fürs Subgiftern Rotsch. Danke, Dominik. Woher weiß er immer noch, wo ich bin? Ich wollte gerade sagen, du kannst gar nicht wissen, dass ich da bin. Vielleicht bin ich schon längst weitergeschlichen. Ihr könnt mir nicht ewig aus dem Weg gehen! Kann ich schon! Zoo-Tycoon umschalten. Okay, ablenken. Ablenken. Amicia, die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen musst du aufpassen. Ich mag es auch, wenn du sie benutzt. Benutze sie wie ein Stück. So. Da ist Loot. Ich bin irgendwie voll feige geworden. Ich sneak hier jetzt wirklich noch rum oder so. Aber dazu muss man auch sagen, ich habe keine Möglichkeit, was anderes zu tun. Ich krieg ja keinen Bolzen. Und die haben alle jetzt Helme auf. Die Ratten als Stücke benutzen, let's go, alles upgrade. Ja! Ist da jemand drin? Da sind Ratten drin. Aber ist bei den Ratten auch Loot drin? Oh, zurück. Da sind eine Menge drin. Sie könnten nützlich sein. Ja. Und da ist aber auch... Sie geht nicht auf. Gibt es einen anderen Eingang? Da ist aber auch eine goldene Kiste. Wow. Das war close. Was frisst der denn jetzt, der Haufen? Hä? Komm ich da nicht rein? Echt nicht? Die Arbeiter sind alle tot. Das warst nicht du. Ich weiß, aber es hört nie auf. Dankeschön für den Raid, DSW Angel. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Was habt ihr Schönes gemacht? Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Wieso geht es nicht auf? Ach, so kann ich Hugo durchs Fenster lenken? Kann ich das vielleicht? Can you go there durch? Nein? Es buggelt ein wenig. Poppy Playtime und dann die Waue. Schön, also ihr habt einen ruhigen gespielt, hä? Also einen richtig schönen ruhigen Tag habt ihr gemacht, oder? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ja, da ist bestimmt was Nützliches drin. Oh ja, eine goldene Kiste. Und ich bin nicht mal dafür gestorben, bisher. Aber es war knapp. Die Ratten hätten uns fast gefressen. Was haben wir denn hier? Poppy Playtime will ich auch irgendwann unbedingt mal spielen. Ich glaube, das ist lustig. So, wie viele Stücke haben wir? Also wir können zwei Sachen machen. Aber vielleicht will ich auch zwei Sachen machen. Also das, finde ich, klingt halt schon sehr vielversprechend. Mit einem Topf Ignifer töten. Das ist schon ganz nett.
Was denn? Also, Entschuldigung, aber wehe, du guckst mich gerade an. Hallo? Ich bin gerade am Looten. Was, warum kommt denn der jetzt plötzlich? Also Psycho-Horror-Games. Horror ist schön. War trotzdem gefühlt die leichteste. Na, bis auf die da, also wo gar keine Gegner in der Nähe waren, weil wir da alleine waren. Da, als wir über, also als wir irgendwas zum Einsturz gebracht haben, da mit dem Boot und so. Die war noch einfacher. Tut es sehr weh. Es wird aufhören. Ich heile dich. Oh, ich hasse Sneaken. Oh, wie sehr ich Sneaken hasse. Kommen die denn jetzt? Was jetzt, Amicia? Ja, das ist eine gute Frage. Eindringlinge, kommt mit! Wir sind im Arsch. In Lö Asch. In Lö Asch sind wir. Rettchens, wo seid ihr denn? Gibt's hier noch ein paar freiwillige Ratten? Schnappt sie euch! Jetzt seid nicht mal so unhöflich. Ihr müsst nicht gleich beleidigend werden. Sie können nicht weit sein, ihr seid erledigt! Ich bin nicht erledigt, ich suche gerade. Ja, ach echt. Danke, Hugo. Wieso kann ich die nicht nutzen? Zu viele Ratten, Amicia. Wieso zu viele Ratten, Amicia? Verschwunden? Wie das? Na, ich kann zaubern. Okay. Sind zu viele. Wieso denn? Die hatte ich vorhin auch. Versteckt euch ruhig! Ich finde. Mach es. So, jetzt weiß ich, wieso wo ihr sieht seid. Er mich denn? Er wird uns entdecken. Er hat uns entdeckt. Also. Sorry, wenn ich dein Achy Breaky Heart breake, aber. Also. Seid. Ist eine Ratte zu viel. Ach so. Du meinst, sie haben ein Baby geworfen in der Zeit? Naja. Sie kommen. Es ist einer. Können wir einfach da durch in der Zeit? Komm, wir können einfach da durch, oder? Wir gehen einfach. Eindringlinge, kommt mit. Ja, ja. Gefunden. Lass sie nicht entkommen. Sie haben uns. Diese Bastarde. Haut ab wir jetzt. Haben es wirklich geschafft. Hier seid ihr. Ihr werdet hier für euren Widerstand bezahlen. Spürt den Biss des Biests. Warte mal, ich würde gern mehr über meine Erholung erfahren. Ihr sitzt in der Falle. Ihr gehört mir. Amicia, deine Wunde. Mir egal. Ich beende es. Das Kind knöpfe ich mir auch vor. Wir haben hier schon genug Unkraut. Wie töte ich ihn denn? Bleib bei mir, Hugo. Wie töte ich ihn denn? Keine Schlinge, ich zermalme eure Schäden. Ich bin der Hüter und der Vollstrecker des Gesetzes. Ja, ja, genau, aber warte mal. Ach so, warte mal, ich habe eine Idee. Brennst du trotz... du bist echt schnell. Kannst du mal bitte Piano machen? Langsam meine ich. Carpaccio, hör auf jetzt! Ihr wusstet, was euch erwartet. Ich muss Zeit gewinnen. Betäube ihn. Jo, warte kurz. Genug gerannt, ihr kleinen Scheißer. Kannst du ihn schwindelig machen? Oder blenden? Das könnte klappen, ja. Schwindelig machen oder blenden? Thea.
Feuer ist ja nicht so. Warte, ich kann ja mal. Hab ihn geblendet. Verdammte Hexe! Ich zerbrech dir den Schädel! Sieh dich an! Amicia, sein Rücken! Was ist mit deinem Rücken? Glaub ja! Nicht, dass das einfach ich sehe es! Okay, gar kein Problem. Chat, gar kein Problem. Ihr werdet mir nicht entkommen! Reicht ein Stein? Keine Ahnung, was ich machen soll mit denen. Kommt her! Kann ich den jetzt einfach mit einem Bolzen töten? Wollen die mir das damit sagen? Kein Problem. Wie töte ich die dann? Da seid ihr ja. Wartet. Und jetzt rennen. Boah, du Cheater. So unfair, wenn du von einem angegriffen wirst und dann kommt gleich der nächste. Das finde ich echt unfair. Hier seid ihr! Also, ich weiß jetzt auf jeden Fall was. Also, ich weiß, wie ich die töten kann. Indem ich ihn nicht alle Töpfe zerschlagen lasse. Amicia, sein Rücken! Ihr sitzt in der Falle. Weil dann kann ich den einen mit dem einen. Ich sehe es! Amicia, deine Wunde! Mir egal. Ich beende es. Amicia! Alles in Ordnung? Hä? Mir geht's gut. Ich hab dem gerade schon mal seine Kackrüstung weggemacht und er hat nicht gebrannt. Gehen wir. Danke. Amicia! Amicia! Oh nein! Es blutet so sehr. Ja, danke. Da sind sie! War alles geplant? Sie kam! Ich kann nicht! Du musst dich allein drum kümmern! Ganz sicher? Tu es! Schnell! Aber kann ich nochmal zurück? Da war Loot. Geht weg! Das reicht! Da war... Hallo, ich will die Treppe hoch! Dich, Hugo! Das ist dein Ende! Aufhören! Also die Ratten steuern sich nicht ganz so gut, aber ist ja egal. Was machen die Ratten hier? Let's go! Ich find's gut, dass sie da einfach stehen. Wurde eigentlich nicht runter? Ich bin kein Monster! Naja, Hugo, manchmal schon ein bisschen. Ihr seid alle gleich! Ich habe es satt! Ich hasse euch in der Hand, ruhig! Sie werden euch auffressen! Hapa, hapa! Ich fresse dich! Er ist verrückt! Wir müssen... Her damit! Ich fresse euch alle auf! Hör damit auf, Hugo! Das geht zu weit! Das geht nicht zu weit! Auf
geht's. Hör auf, Hugo! Du verlierst die Kontrolle! Nein, ich hab alles unter Kontrolle. Hugo? Hugo? Was ist los? Was ist los? Ich hatte voll die Kontrolle, dann habt ihr sie mir weggenommen. Oh nein! Hugo! Nein! Oh Gott! Klar, gar kein Thema. Hey, habt ihr mir gerade Loot gebracht? Ihr seid ja süße Ratten. Wir müssen hier raus. Was? Was soll der ganze Lärm? Was? Ich wollte da gerade reingehen. Ich bring uns hier raus. Ich hab's wieder getan. Was es denn? Tut mir leid. Ja, gut. Es tut mir so leid. Ich schaffe das. Es tut mir doch leid, Girl. Ich bin noch bereit, dir das zu geben. Ich, das für ich dich schaffe diese nicht. Sonne mach sein. Dich bereit. Amicia, komm. Ich kann nicht. Bitte. Ich kann nicht. Amicia, schnell. Ich kann nicht. Amicia, bitte komm. Bitte, Amicia.